Viel Spaß mit Stuggi TV Worldwide. Wünscht dir Tipps and Trips, Jugendinformation Stuttgart. Wenn du noch zur Schule gehst, aber jetzt schon unbedingt raus willst aus Stuttgart, dann ist ein Jahr auf der Highschool im Ausland vielleicht das Richtige für dich. Wir werden heute mit Ann-Caroline sprechen. Sie ist 16 Jahre alt und verbringt gerade ein Jahr lang in Napier in Neuseeland. Hallo Ann-Caroline. Hallo. Sag mal, wie läuft so ein Tag auf der Highschool denn eigentlich ab? Schulbeginn ist um 8.40 Uhr und dann hat man 2 Stunden Unterricht. Dann hat man Assembly, wo sich die ganze, das ist so eine Art Schülervollversammlung, wo sich die ganze Schule einfach trifft. Oder man singt gemeinsam oder macht den Schulhacker, also ganz verrückte Sachen. Es geht so etwa 20 Minuten und dann hat man eine große Pause. Und dann nochmal 2 Stunden Unterricht, dann hat man 1 Stunde Mittagspause. Und dann hat man nochmal 1 Stunde und dann hat man um 3:15 aus. Okay, und was für Fächer belegst du da? Also, die Fächer mache ich hier in Neuseeland, das ist sehr, sehr breit. Also, ich habe jetzt letztes Schuljahr Englisch, Mathe, Französisch, Sport, Kochen und Fotografie. In Neuseeland trägt man natürlich auch eine Schuluniform. Diese und viele weitere Bilder werden wir uns jetzt von Ann-Caroline anschauen. Du hast am Anfang ja im Internat gewohnt und lebst nun in einer Gastfamilie. Warum wolltest du denn genau wechseln? Das Internatleben ist sehr, sehr streng. Also bei mir war es so, dass ich am Wochenende um 4:30 zu Hause sein, also im Internat sein musste. Und es war einfach sehr, sehr streng. Und ich wollte doch irgendwie noch ein bisschen Freiraum haben. Aber es ist auf der anderen Seite auch sehr, sehr cool. Okay, und wie verlief der Wechsel dann und fühlst du dich jetzt in deiner Gastfamilie wohl? Ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl und der Wechsel war sehr, sehr einfach. Ich habe eine sehr, sehr nette Gastfamilie, also meine Gastmama und meine 2 Schwestern sind wirklich, wirklich nett und ja. Okay, und wer organisiert den Wechsel dann? Rufst du dann einfach bei der Schule an und musst du dir selber eine Gastfamilie suchen? Hier in Neuseeland ist es so, dass die Schulen meistens International Coordinators haben, also das heißt Lehrer und Personal, einfach nur für die International Schüler, die organisieren dann Gastfamilien, Trips, Tagesausflüge, Programme während den Examen. Die sind einfach dafür da, wenn irgendwelche Probleme. Wir werden jetzt nochmal einen Blick auf die Organisation von Ann-Caroline werfen, und zwar Hausch und Partner. Hausch und Partners ist eine sehr kleine Organisation. Dadurch kennen die Mitarbeiter jeden Austauschschüler persönlich. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sich im Vorhinein genau aussuchen kann, an welche Schule man möchte. Das ist nicht der Regelfall. Normalerweise werden die Schüler einfach da zugeteilt, wo Platz ist. Auch während des Auslandsaufenthalts verläuft die Kommunikation zwischen der Organisation und der Schule reibungslos. Nachteil ist, dass die Organisation ausschließlich Austauschschüler nach Australien und Neuseeland vermittelt. Ein weiterer Nachteil ist, dass man alles selber zahlen muss, auch das Visum. Im Vergleich zu anderen Organisationen sind die Gesamtkosten hier besonders hoch. Wenn ihr also mit Hausch und Partners verreisen wollt, solltet ihr jetzt schon anfangen zu sparen. Ann-Caroline, du bist ja erst 16 Jahre alt. Kannst du denn dann überhaupt in Neuseeland reisen? Ja, schon. Es ist schwer, weil man muss eigentlich volljährig, also 18 sein, aber es geht schon. Also es gibt gewisse Organisationen, die das machen. Oder man reist einfach mit der Schule oder mit dem Sportteam. Also man kommt auf jeden Fall rum oder auch mit der Gastfamilie. Okay, was sind das dann für Reisen? Also was steht jetzt demnächst zum Beispiel für dich an mit der Schule?
Wir fliegen auch mit dem Schulorchester nächstes Jahr nach Sydney, um Sydney Opera House an einem Orchesterwettbewerb teilzunehmen. Nicht schlecht, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß in Neuseeland und hoffe, du kommst noch weiterhin gut rum und genießt die Schule dort und pass auch auf dich auf. Danke für das Interview. Ja, wenn ihr auch ins Ausland wollt, dann informiert euch einfach bei Tipps & Trips Jugendinformation Stuttgart. Dort haben die auf jeden Fall auch Informationen zu High School Years. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!